Hi und herzlich willkommen zu Tag 3. Da wir an Tag 1 und Tag 2 schon ordentlich Gas gegeben haben, machen wir an Tag 3 ein bisschen entspannter. Wir machen heute das Thema Mobility und kümmern uns ein bisschen um die Beweglichkeit. Wir werden auch hier wieder viel Übung reinnehmen. Es soll ein kleiner Anreiz sein an euch, um euch ein bisschen anzuspornen, euch ein bisschen um eure Mobility zu kümmern. Okay, und wir starten mit der ersten Übung. Das ist der Roll-In und Roll-Over. Wird sich gleich selber erklären. Hierbei geht es um die Mobility und Beweglichkeit der hinteren Kette. Ihr setzt euch aufrecht hin, Füße nehmt ihr zusammen und die Fußspitzen zieht ihr schon mal an. Ja, versucht die Beine gestreckt zu halten, zieht die Fußspitzen an. Jetzt nehmt ihr die Arme nach links und rechts raus und das Kinn auf die Brust. Und jetzt rollt ihr euch ein und zwar so weit ihr könnt. Fußspitzen bleiben angezogen. Jetzt wird es bei einigen vielleicht eher über die Waden ziehen, bei anderen vielleicht eher hinten über den hinteren Oberschenkel, unteren Rücken, bei manchen sogar hier über die Stirn. Je nachdem, wo es ist, keine Angst, es zieht etwas, es wird aber nachlassen. Aber nicht mit der Brechstange rein, okay? Wir machen 3 Wiederholungen und ich zähle mit, macht einfach mit. Also, Fußspitzen angezogen, Kinn auf die Brust und wir rollen ein. Und wir halten 1, 2, 3, 4, 5 und wir lösen wieder auf. Und wieder rein und 1, 2, 3, 4, 5 und wir lösen wieder auf. Es ist wichtig, dass ihr aktiv versucht, nach vorne zu gehen in eure Position. Und ein dritter Durchgang und 1, 2, 3, 4, 5 und wieder lösen. Jetzt machen wir den Rollover. Dazu beugt ihr die Beine etwas an, legt euch ab und hebt die Beine über euren Kopf nach hinten weg. Das heißt, ihr geht in diese Position. Auch hier bringt euch langsam in die Position rein, nicht mit der Brechstange von vornherein gleich rüberschwingen, sondern langsam und kontrolliert in die Position bringen. Versucht, einen Atemrhythmus aufrechtzuerhalten und dann langsam wieder zurückrollen. Wir machen es also zusammen. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5 und langsam wieder zurückrollen. Ihr könnt euch kurz aufrichten. Und Runde 2. Wieder rüberrollen. 1, 2, 3, 4, 5 und langsam wieder zurückrollen, wieder kurz durchatmen und ein dritter Durchgang und 1, 2, 3, 4, 5 und wieder zurückrollen. Das war der Roll-In und Roll-Over und der erste Satz von beiden. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Ihr wisst jetzt, worauf ihr achten sollt. Guckt, dass ihr alles kontrolliert macht, aber versucht euch maximal in diese Bewegung zu bringen. Und ja, versucht euch etwas zu entspannen dabei. Wir starten. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wir gehen in den Rollover. Und 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch einen dritten Satz machen. Wir machen weiter mit der zweiten Übung. Das ist der sogenannte Windshield Wiper. Wie Scheibenwischer bewegen wir gleich unsere Beine von links nach rechts. Dabei ist auch wieder wichtig, versucht maximal in eure Bewegung zu gehen, aber nicht über den Punkt hinaus, wo es gar nicht mehr geht. Ja? Safety first. Also, ihr nehmt eure Füße und stellt sie breiter als Schulterbreit auf, wenn möglich. Der Oberkörper ist aufrecht und leicht nach hinten gelehnt. Und aus der Position fahren wir jetzt beide Knie zur Seite. Wichtig dabei ist, dass ihr versucht, eure Brust nach vorne zeigen zu lassen. Ja? Das Brustbein, hier ist ein Laserpointer, geht nach vorne. Und aus der Position fahrt ihr jetzt hier rüber. Wenn ihr nur bis hier kommt, dann geht ihr nur bis da. Übung macht den Meister und je regelmäßiger man diese Bewegung macht, desto mehr wird der Körper auch in Gewöhnung gehen und euch mehr Range of Motion zulassen. Und break. Gut, im zweiten Durchgang machen wir genau das gleiche, stellt eure Füße etwas breiter als schulterbreit auf. Wie bereits gesagt, die Hände gehen hinter den Rücken und der Rücken bleibt möglichst gerade. Der Laserpointer zeigt nach vorne und ihr bewegt die Knie von links nach rechts. Und wenn möglich, die Knie zum Boden bringen, aber wie bereits gesagt, bleibt in eurer Range of Motion, in eurem Bewegungsradius. Einmal und der letzte. Wenn ihr wollt, macht ihr hier nochmal einen dritten Durchgang. Viel Spaß. Wir kommen jetzt zur Übung Nummer 3. Das ist der sogenannte 90-90. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Sehr beliebt im Yoga, heißt damit die Taube, Pigeon. Da gibt es verschiedenste Varianten. Wir machen die einfache Variante, Einsteiger-Variante. Das ist der 90-90. Also, warum 90-90? Ihr nehmt ein Bein und nehmt es in 90-Grad-Winkel und das andere Bein hier auch in 90-Grad-Winkel. Deswegen 90-90. Aus der Position dreht ihr jetzt euren Oberkörper nach vorne, sodass euer Brustbein und euer Knie ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Und dann begebt ihr euch langsam nach vorne über. Wenn jetzt hier Stopp ist, kein Problem. Dann haltet ihr die Position etwas, okay? Versucht euch quasi da etwas bequem zu machen. Ja? Wir gehen nach vorne und halten die Position, einen regelmäßigen Atemrhythmus. Und wir halten für ca. 15 Sekunden. Okay, dann wechseln wir die Seite. Auch hier wieder 90 Grad. Genau das Ganze auch hier. In die Position bringen. Das Brustbein zeigt nach vorne über das Knie rüber. Und auch hier begebt euch langsam rein. Es kann sein, dass eine Seite beweglicher ist als die andere. Es ist nicht schlimm, über die Seite, die etwas unbeweglicher ist, vielleicht etwas mehr, ein paar Mal Wiederholungen machen, um das Ganze vielleicht auszugleichen. Aber, wie bereits gesagt, bleibt in eurem Spielraum. Sekunden.
Wunderbar. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Auch hier wieder 15 Sekunden pro Seite. 90-90. Denk dran, 90 Grad Winkel. Mein Brustbein zeigt über das vordere Knie. 90 Grad beim hinteren Bein. Und ihr bewegt euch langsam und kontrolliert nach vorne. Bis in die Position, wo ihr wisst, okay, da ist Stopp. Und dann haltet ihr für 15 Sekunden und atmet kontrolliert ein und aus. Und wechseln die Seite. Auch hier wieder 90 Grad, 90 Grad. Brustbein zeigt nach vorne, übers Knie. Und wir bringen unseren Oberkörper vor in die Position. 15 Sekunden. Wunderbar, das war der 90-90. Okay, wir gehen in die letzte Mobility-Übung. Das ist der sogenannte Cat and Cow, Kuh und Katze. Hat auch viele Namen, aber letzten Endes geht es einfach nur um die Wirbelsäulenbeweglichkeit. Ihr begebt euch in den Vierfüßler, die Knie wieder unterhalb der Hüfte, die Hände wieder unterhalb der Schultern. Knie bzw. Schulter bzw. Hüftbreit auseinander. Und ihr begebt euch jetzt einfach in die Katze, indem ihr eure Hände richtig in den Boden drückt. Jetzt hier richtig in den Schulterbereich, ich hoffe, das kann man gut sehen. Wirklich hier einmal versucht, Länge reinzubringen. Und aus der Position pusht ihr eure Wirbelsäule nach oben, Segment für Segment. Und das Becken, das kippt jetzt auch und arbeitet mit, sodass ihr wirklich so eine runde Position bekommt. Und die haltet ihr kurz und bringt jetzt Segment für Segment alles wieder in die Ausgangsposition. Und von dort gehen wir jetzt in die Q-Position. Das heißt, das Becken kippt jetzt wieder in die andere Richtung. Der Rücken wird rund. Und ihr haltet auch diese Position kurz und geht jetzt hier wieder Segment für Segment mit den Schultern startend. Das Becken kippend in die Katzenposition. Wir machen insgesamt 5 Wiederholungen. Einmal Kuh und einmal Katze ist eine. Damit haben wir 5. Okay, wir gehen in den zweiten Durchgang. Wieder in die Grundposition, Vierfüßler, Hände schulterbreit auseinander unterhalb der Schultern, Knie hüftbreit auseinander unterhalb der Knie. Und wir gehen wieder in die Katze, bringen wieder Länge in den Schultergürtel und kippen das Becken. Und gehen anschließend in die Kuh, kippen das Becken. Mit der Atmung können wir so arbeiten, dass ihr wirklich versucht, während der Katzenposition auszuatmen bzw. in die Kuhposition auszuatmen. Das heißt, einatmen und einatmen und
Wunderbar. Okay, das war's schon mit unserem Workout für heute. Ja, Mobility, wie bereits gesagt, ein bisschen entspannter, nachdem wir am Tag 1 und Tag 2 mehr Gas gegeben haben. Heute ein bisschen Piano. Dafür geht's morgen wieder ordentlich weiter mit Kraft, mit dem zweiten Teil. Und schön, dass ihr alle wieder da wart. Wir sehen uns morgen.